Ich arbeite für ein amerikanisches Unternehmen. Dieses amerikanische Unternehmen wird außerhalb von Amerika fast ausschließlich von Nicht-Amerikanern geführt. Wir haben sehr, sehr wenig, unterproportional, amerikanische Führungskräfte außerhalb von Amerika. Warum? Die Leute gehen nicht raus. Es ist uns nicht möglich, als amerikanisches Unternehmen, das in Amerika in großem Umfang Personal hat, Operations hat, Amerikaner zu rekrutieren, dafür nach draußen zu gehen, die USA zu verlassen. Es ist in der Konsequenz natürlich so, dass das Unternehmen außerhalb der USA von Nicht-Amerikanern geführt wird, von Europäern, sehr stark von Engländern. Es ist auf der anderen Seite als Folge dessen natürlich so, dass unsere amerikanischen Kollegen nur in sehr begrenztem Umfang darüber Bescheid wissen, wie der Rest der Welt abläuft, was dort passiert, dass es nicht alles immer so läuft wie in Amerika. Das ist manchmal schwierig. Das bereitet oft größere Verständnisschwierigkeiten, als vielleicht notwendig wären. Die USA sind ein sehr großes Land, sehr diverses Land. Es gibt innerhalb dieses Landes bereits viel Variation. Man merkt, man gewinnt manchmal den Eindruck, es wäre unseren amerikanischen Kollegen gar nicht vorstellbar, dass es noch etwas anderes gibt, das in diesem großen Land USA so nicht da wäre.